Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Livestream hier beim Ortsverein Nord der SPD Wiesbaden. Wie ihr seht, heute ist etwas anders. Und zwar bin ich nicht Isabel, sondern ich bin Marius und vertrete heute Isabel bei der Moderation des Livestreams. Und wie ihr auch gesehen habt, haben wir ein neues Intro. Dafür vielen Dank an Big City TV, die uns da unterstützt haben mit den Luftaufnahmen. Heute ist wieder unser Thema aktueller denn je. Wie soll es auch anders sein? Die Citybahn ist wieder bei uns heute das Thema. Dementsprechend auch unsere Gäste. Zunächst Matthias Lück von der Bürgerinitiative pro Citybahn. Und Matthias, vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor am Anfang. Genau, mein Name ist Matthias Lück. Ich bin 31 Jahre alt, wohne seit 9 Jahren ungefähr in Wiesbaden. Ja, ein aktives Mitglied der Bürgerinitiative pro Citybahn. Da mittlerweile auch geraume Zeit im Vorstand tätig. Kollektiv auf die letzte spannende Woche vor dem Bürgerentscheid zu. Deswegen bin ich sehr froh und sehr dankbar, nochmal hier sein zu dürfen bei euch. Ja, sehr gerne. Matthias, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Du warst ja schon mal hier und immer noch eine Woche vor der entscheidenden Tag geistern immer noch ganz viele Fragen um die Citybahn. Es wird immer wieder davon gesprochen, bei Kontraargumenten gegen die Citybahn, warum das Geld nicht irgendwie anders eingesetzt werden könnte. Wir wollen heute einfach mal vielleicht diesen Mythen nachgehen, bisschen im Gespräch. Und vielleicht fangen wir genau einfach mal damit an. Ist denn die Citybahn wirklich so teuer und könnte man das Geld vielleicht nicht eigentlich woanders reinbringen? Also ja, die Citybahn ist teuer, so ein dreistelliger Millionenbetrag, das kann sich als Verbraucher meistens gar nicht vorstellen, aber die Frage ist halt, wo das Geld herkommt und was man alternativ machen könnte. Und gerade bei den Baukosten ist es eben so, dass ein Großteil der Baukosten, nämlich 90%, vom Land und vom Bund kommen und demzufolge zweckgebunden sind für den Bau von schienengebundenem ÖPNV. Alles, was übrig bleibt, also 10% nach aktueller Schätzung um die 43 Millionen Euro, sind dann die Eigenanteile der Kommunen, die damit theoretisch machen könnten, was sie wollten. Also sie könnten diese 43 Millionen Euro auch in andere Projekte stecken. Die 43 Millionen teilt sich nochmal auf Mainz, Wiesbaden, Rheingau-Taunus-Kreis. Wiesbaden, roundabout 28, 29 Millionen Euro aktuell Eigenanteil, die sich auf mehrere, viele Jahre verteilen werden. Und das wäre ein Teil, wo Wiesbaden sagen könnte, das können wir natürlich auch woanders reinstecken, wenn wir die Citybahn nicht bauen. Aber die Frage ist ja eigentlich nicht Citybahn ja oder nein, sondern Citybahn oder irgendeine andere Alternative. Und eine andere Alternative, wenn wir den öffentlichen Nahverkehr ausbauen wollen, ist ja eine Stärkung des Bussystems. Ein gestärktes Bussystem braucht zum Beispiel mehr Busspuren. Busspuren müssen aus Beton gebaut werden. Eine Betonbusspur ist auch mit 8 bis 9 Millionen Euro pro Kilometer dabei, die wir zu 100% als Wiesbaden selber bezahlen müssten, die also nicht gefördert werden würden, wenn wir uns dafür entscheiden. Also ich finde, diese Abwägung, das Geld kann man woanders reinstecken, ignoriert oft, dass wir das Geld ja dann trotzdem irgendwie in den ÖPNV stecken müssen. Ich glaube, wir haben noch mal kurze. Wir müssen nur mal eine halbe Minute zurück. Eine halbe Minute zurück, dann fange ich mit den Fahrzeugkosten noch mal an. Ist an. Mikrofon an, guck hervorragend. Vorne. Ja, ist an, perfekt. Also auch Straßenbahnfahrzeuge kosten ja viel Geld. Aber auch da ist ja die Alternative nicht, wir haben das Geld frei zur Verfügung, sondern die Alternative ist ja, wir müssen dafür mehr Busse kaufen. Stattdessen, und mehr Busse heißt, wir müssen für jeden Straßenbahnzug ungefähr 3 Ersatzbusse kaufen, weil die ja von der Kapazität her entsprechend größer sind. Und Straßenbahn halten ja auch 3-mal so lange, also müssen 3-mal 3 Busse kaufen quasi für denselben Preis. Und deswegen ist auch dieses Geld für die Straßenbahnfahrzeuge, was zwar die Kommunen stellen, aber eigentlich auch dann alternativ im Bussektor verschwunden. Und man kann es dann eben nicht sagen, wir investieren es in andere kommunale Projekte. Außer man lässt den ÖPNV so, wie er heute ist, aber das ist ja kein Zustand für die meisten. Genau, das glaube ich, wenn da sind sich sogar fast alle einig, ja, dass man eigentlich was ändern muss an dem ÖPNV. Gut, das hast du, das war ja schon mal relativ ausführlich und gut erklärt. Jetzt ist halt natürlich die Frage, dass wir kennen alle die Plakate an der Biebricher Allee auch gerade, dieser Baum muss sterben für die Citybahn. Ja.
mehr, da sind ja mehr Plakate als Bäume wahrscheinlich. Das könnte mittlerweile sogar stimmen, ja. Was ist denn, stimmt das überhaupt? Also man kann sich ja schwer vorstellen, dass jetzt hier die Stadt plant, ganz die ganzen Alleen zu roden. Ja, ich habe schon gehört, dass die ganze Stadt gerodet wird, auch da, wo die Straßenbahn nicht lang fährt. Aber also der springende Punkt ist, diese Plakate in der Biebricher Allee sind deutlich häufiger als die Bäume, die es am Endeffekt tatsächlich treffen wird. Wir haben selber mal auf unserer Homepage nachgezählt und kamen auf 42 Bäume entlang der gesamten Allee. Die BE-Mitbestimmung hat nach eigenen Angaben 200 Plakate hingehangen. Nach eigenen Angaben auch, sie hätten auch gerne mehr hingehangen, aber man darf ja nicht zu viele Plakate auf einmal hinhängen. Wir haben jetzt gerade vorgestern beim Kurierforum von den Planern der Citybahn GmbH nochmal bestätigt bekommen, dass wir deutlich näher an der Realität liegen werden als gegenteilige Behauptungen. Also es wird im Bereich der Biebricher Allee irgendein mittlerer zweistelliger Betrag an Bäumen sein, verglichen mit 500 Bäumen, die heute dastehen. Das ist also ein relativ kleiner, also ein kleinerer Anteil, das überhaupt nicht in Relation steht zu dem, was da suggeriert wird mit Thema Kahlschlag oder sowas. Und ergänzend dazu sollen aber die Bäume natürlich auch noch wieder gepflanzt werden. Genau, da gibt es, also die Vorschrift, Erz zu pflanzen, ist ja da, seit der Stadt Wiesbaden. Die spannende Frage ist halt, wo? Es gibt Pläne, die entlang der Strecke neu zu pflanzen, auch im Haltestellenbereich. Es gibt neuere Pläne vom Stadtplanungsamt, die eben dann vorsehen, dass man die Alleebäume bis zum ersten Ring vorzieht, also zwischen Fischerstraße und erstem Ring fehlen die ja heute noch. Das könnte man damit angehen. Aber gerade in diesen Planungen ist noch relativ viel im Fluss. Also das ist alles noch nicht zu Ende diskutiert, weil es ja dann die nächsten 2, 3 Planungsschritte erst bringen werden, die finale Festlegung, was wohin kommt. Ja. Aber so oder so wird sich die Anzahl zu Fällen der Bäume eher tendenziell nach unten bewegen als nach oben. Du hast in der ersten Ausführung schon gesagt, von den Busspuren gesprochen, die man ja als Alternative als wenn man den ÖPNV irgendwie noch ausbauen möchte, dann mehr Busse setzen könnte. Das wird ja auch immer als Argument genannt, warum kann man nicht einfach mehr Busse fahren lassen? Ist das die Frage, warum wir nicht einfach mehr Busse fahren können? Ja, okay, ja. Genau. Also kann man natürlich schon, muss man aber entsprechende Voraussetzungen schaffen, dass es auch klappt. Also wir haben ja heute schon auf der Bahnhofstraße 1300 Busse jeden Tag hoch und runter. Ja. Auf dem ersten Ring sind es abschnittsweise sogar noch mehr Busse, die hin und her fahren, wenn man noch mehr Busse fahren lassen will. Also abgesehen davon, dass es auch teurer ist, ja, weil jeder Bus kostet ja so um 250.000 bis 300.000 Euro jedes Jahr an laufenden Kosten, muss man halt auch sicherstellen, dass die fließen können. Und dann zum Fließen heißt, wir brauchen baulich durchgehende Busspuren. Wir müssen sicherstellen, dass sie nicht durch jemanden, der nur mal eben kurz da parkt, blockiert werden oder durch irgendwelche Ampelschaltungen oder Kreuzungsblockierer aufgehalten werden, sondern die müssen dann tatsächlich fließen können. Und das erfordert, also man kann sich das in vielen asiatischen und südamerikanischen Städten angucken, wie so ein BRT-System, Bus Rapid Transit-System aussieht, das erfordert in allermeisten Fällen massiv und baulich getrennte Busspuren. Und ich weiß nicht, ob das die bessere Alternative für die Stadt ist. Mhm. Weil man dann eben nicht mehr nur über die Umweltspuren redet, die ja drastisch unter Beschuss stehen, auch jetzt schon, sondern tatsächlich über baulich getrennte Betontrassen. Und dann ist dann auch nichts mehr mit Fußgängern, die rüberlaufen oder Fahrradfahrern, die drauffahren oder irgendwelchen abbiegenden Verkehren, sondern die sind dann tatsächlich baulich getrennt. Und dann kann man es auch schaffen, größere Busse oder noch mehr Busse rüber zu jagen. Und wenn man das nicht will und keine Straßenbahn will, dann sind die Optionen irgendwann endlich. Dann haben wir noch eine U-Bahn und eine Seilbahn. Kann man sich jetzt über beides streiten, ob es in Wiesbaden Sinn macht? Ja, vor allem, also erstes gerade auch im Hinblick darauf, dass ja auch immer gesagt wird, naja, so eine Straßenbahn teilt sich ja dann eben auch gar nicht den Verkehr miteinander und man würde Verkehr verdrängen. Also am Ende mit mehr Bus, mit wirklich krass abgesicherten Busspuren wäre das ja auch keine Alternative. Wäre ja auch nicht anders, genau. Genau. Okay. Was man auch oft hört und was mich immer so ein bisschen verwundert, aber was man trotzdem oft hört, wenn man so auf Facebook, da bist du ja auch relativ aktiv in den Kommentaren, man sieht dich da immer wieder, dass man immer von einer veralteten Technik ausgeht, dass die Straßenbahn nicht modern ist und man irgendwie sagt, naja, das ist alles irgendwie veraltet, eine Technik aus dem vorherigen Jahrhundert. Was sagst du dazu? Ich muss ja mal leicht schmunzeln, weil die Alternativvorschläge, also Autos und Busse und Brennstoffzellen und Batterie und Elektroautos, sind ja auch
um die Jahrhundertwende erfunden worden, also plus minus 10 Jahre zur Straßenbahnerfindung. Auch Ford kündigt seit den 1960ern autonome Autos an, die immer noch nicht da sind. Ich muss da halt deswegen schmunzeln, weil es ja vollkommen außer Acht lässt, dass wir oder dass die Straßenbahntechnologie sich ja massiv weiterentwickelt hat. Also wir reden ja nicht mehr über diese Straßenbahnen, die auch in den 50ern noch in Wiesbaden gefahren sind, sondern wir reden ja über moderne Züge, die ebenerdig sind, die lang sind, die komfortabel sind, die Energie sparen können und Energie sparen. Es würde heute ja auch keiner auf die Idee kommen, den Autoverkehr abzulehnen mit, und das mit einem Auto zu begründen, was 1920 gefahren ist oder sowas. Ja, das ist, finde ich deswegen immer ein bisschen abwegig. Die spannende Frage ist ja aber eigentlich auch nicht, ob wie alt ist eine Technologie, sondern wie gut kann die ein Problem lösen, was existiert. Und dass Straßenbahnen Verkehrsprobleme lösen können, ist ja hundertfach bewiesen, allein in Europa und weltweit. Deswegen, also das reine Alter ist prinzipiell kein Argument. Ja. Man muss halt gucken, ob es das Problem lösen kann oder nicht und hat man bessere Alternativen oder nicht. Mhm. Und das sind die Entscheidungskriterien in meinen Augen. Wir sitzen ja hier gerade genau an der Platter Straße, also auch eine der Ausfahrtsstraßen, wenn es dann für die Pendler nachmittags wieder heißt, sie wollen wieder nach Taunusstein und weiter. Und ich wohne auch an der Platter Straße, also kann mir gut, ich weiß ganz, gut, ganz genau, wie der Stau sich am jeden Nachmittag hier runterzieht. Was hat es denn eigentlich, also man geht ja davon aus natürlich, dass die Citybahn am Ende Stau verhindert. So. Jetzt geht aber natürlich die Gegenseite davon aus, dass es genau gegenteilig wäre, sondern und noch mehr Stau. Man fragt sich manchmal, wie das noch passiert, wie mehr Stau noch funktionieren kann, aber dass noch mehr Stau entsteht. Denkst du, die Citybahn kann wirklich den Pendlerverkehr? Also auf dem Stau-Ranking sind ja noch 2 Städte vor uns, also wir haben noch Luft nach oben. Mhm. Ja, natürlich denke ich das, sonst wäre ich nicht so aktiv. Also wenn der Autoverkehr der gleiche bliebe wie heute und wir setzen eine Straßenbahn oben drauf, dann unterschreibe ich das, dass wir wahrscheinlich mehr Stau haben als vorher. Aber das ist ja gar nicht das Ziel der Straßenbahn. Das Ziel ist ja, dass Leute, die heute mit dem Auto unterwegs sind, aus welchen Gründen auch immer, umsteigen werden in die Straßenbahn oder in den Bus oder in sonstiges ÖPNV-System oder in dieses Gesamtkonzept und dass sie dann eben nicht mehr im Schnitt mit 1,2 Personen 25 Quadratmeter Straße in Anspruch nehmen. Und mit jedem Auto, was dann eben nicht mehr fährt, ist ja auch mehr Platz für alle anderen Autos. Ja, also ist jetzt schwer, eine Glaskugel zu entwerfen, wie viele exakt umsteigen werden. Man kann sich da, ich orientiere mich da immer ganz gerne an anderen Straßenbahnprojekten, wo dann Nachbau der Straßenbahn die Fahrgastzahlen verglichen mit vorher zwischen 10%, 20%, 30% steigen. Und das sind ja dann auch Leute, die vorher Auto gefahren sind zum Beispiel. Dann würde es eben die gesamte Verkehrsmenge, also die gesamte Automenge schon reduzieren. Und der Schlüssel dazu ist eben ein Strauß an bunten Alternativen, an attraktiven Alternativen, die eben nicht heißen, ich fahre mit der reaktivierten Ahrtalbahn nach Schierstein, steige da in einen vollkommen überfüllten und chronisch unpünktlichen Bus oben und quetsche mich in die Innenstadt, sondern ich habe ein zuverlässiges Nahverkehrssystem, wo ich auch reinpasse mit meinen Bedürfnissen, mit meinem Rollator, mit meinem Kinderwagen, mit meinem Fahrrad. Zu guter Letzt, als du vor ein paar Wochen, na, vielleicht schon ein paar Monate, hier warst, hatte ich Isabel gefragt zu so einer Vision von einem neuen Verkehr in Wiesbaden. Und ich glaube, gerade jetzt eine Woche vor dem Entscheid, gerade solche so Visionen oder auch Narrative, die tragen am Ende doch mehr und das Ziel trägt doch mehr als Einzelmaßnahmen. Könntest du vielleicht einfach nochmal in Eckpunkten versuchen. In Eckpunkten. also meine Vision für Wiesbadens Verkehr ist gar nicht so visionär, weil die in anderen Städten durchaus normal und Standard ist. Der Kernpunkt davon ist, dass jeder, der in Wiesbaden unterwegs ist, rein, rausfährt oder von A nach B fährt, die freie Verkehrsmittelwahl hat, also sich selber entscheiden kann, was passt für ihn am besten. Nehme ich ein ÖPNV, nehme ich das Fahrrad, nehme ich das Auto, nehme ich Fuß, nehme ich einen Scooter, nehme ich den Pogo-Stick, was auch immer. Und die Voraussetzung dafür ist aber, dass die Alternativen auch attraktiv nebeneinander existieren. Also ich kenne viele Leute, die sagen, sie würden in Wiesbaden gern mehr Fahrrad fahren, trauen sich aber nicht. Das wird jetzt langsam besser durch Radwege und durch Umweltspuren, aber da ist noch viel Aufholbedarf. Ich kenne viele Leute, die sagen, ich würde hier einen ÖPNV nutzen, aber der taugt bei mir nichts, weil ich zu lange brauche, weil ich keinen Platz habe, weil es zu unflexibel, unattraktiv ist. Und all den Leuten müssen wir halt die Möglichkeit geben, zu den Sachen, die sie dann wählen würden, zu wechseln. Und genau, das unterstreichen wir einfach.
Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank. Wir haben ja jetzt noch zwei andere Gäste. An wen darf ich denn übergeben? Du darfst übergeben an den Hendrik. Vielen Dank. Sehr gerne.